Das babylonische Exil begann mit der Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar II. Im Jahre 597 vor Christus. Es dauerte 70 Jahre bis zur Eroberung Babylons 539 vor Christus durch den Perserkönig Kyros. Biblische Quellen dafür sind Aussagen im Buch des Propheten Jeremias und Psalm 137. Laut dem Buch Jeremia mussten bei drei Ausweisungsaktionen insgesamt 4600 Menschen ihre Heimat verlassen. Was davon historisch so geschehen ist, kann hier nicht entschieden werden. Doch archäologische Quellen bestätigen grundsätzlich das Exil. Sicher belegt ist zum Beispiel, dass nach 597 vor Christus Namen von Hebräern aus der privilegierten Oberschicht in babylonischen Urkunden auftauchen. Ob die Juden in Babylon, einer wohlhabenden Stadt, mit diesem Stadttor, das sich heute im Museum in Berlin befindet, als Sklaven behandelt wurden, ist allerdings fraglich. Es heißt zwar in Psalm 137: An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Im Buch der Könige wird das babylonische Exil Israels als Strafe Gottes für seinen Abfall vom Glauben gedeutet. So heißt es: Weil der Herr über Juda und Jerusalem erzürnt war, kam es so weit, dass er sie von seinem Angesicht verstieß. Man mag sich fragen, wie kann Gott zürnen? Zorn ist doch Sünde. In der Tat, den Ausdruck Zorn Gottes könnte man verstehen als eine menschliche Ausdrucksweise für die Konsequenz seiner Gebote. Wer sie missachtet, straft sich selbst, wie es in der Sündenfallgeschichte bildhaft heißt: Wenn ihr von den Früchten des Baumes in der Mitte esst, werdet ihr sterben. Das heißt, wenn ihr die Gesetze der Natur missachtet und meine Gebote übertretet, zerstört ihr euer Glück und die Lebensgrundlage, wie wir es heute vielfach erfahren. So könnte man zum Beispiel biblisch gesprochen auch die durch Menschen verursachte Naturerwärmung als Strafe Gottes bezeichnen für die Missachtung seiner Naturgesetze. Dies gilt auch im persönlichen Bereich für die Missachtung seiner Gebote. Wer sich in der Sünde von ihm, dem Licht der Welt, abwendet, begibt sich in den Schatten, in den Einflussbereich des Teufels mit bösen Folgen. Konkret: Wer zum Beispiel seinen natürlichen Durst nicht kultiviert und beherrschen lernt, wird allmählich süchtig. Dies gilt für alle natürlichen Triebe. Süchte wären demnach nicht die Strafe eines zürnenden Gottes, sondern die negative Folge einer Missachtung seiner Gebote. Heilung ist dann durch rechtzeitige Umkehr möglich. Ob das babylonische Exil auch in dem Sinn,
nicht als Strafe Gottes zu deuten ist, sondern als Folge des Glaubensabfalls der Juden, bleibt natürlich jedem freigestellt. Der Prophet Jeremias sah es noch als Strafe Gottes, wie es heißt: Ich gab meinem Volk das Gebot, hört auf meine Stimme, dann will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Sie aber hörte nicht, sondern folgten den Eingebungen und Trieben ihres bösen Herzens. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Und Gott verkündigte dem Volk Israel durch Jeremias die Strafe an mit den Worten: Sollte ich sie dafür nicht bestrafen und an einem solchen Volk keine Rache nehmen? Jerusalem mache ich zum Trümmerhaufen, zur Behausung für Schakale. Judas Städte mache ich zum Ödland, das niemand bewohnt. In der Tat wurde Jerusalem durch König Nebukadnezar 597 vor Christus in Brand gesteckt und samt dem salomonischen Tempel zerstört. Auch das Wort Rache ist auf Gott bezogen ein zwiespältiges Wort. Paulus schreibt zwar in seinem Brief an die Römer: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache. Wie Gott den Glaubensabfall der Juden damals rächte und bestrafte, hat er nun bei der babylonischen Gefangenschaft deutlich gemacht. Er tat das nicht direkt, sondern ließ eine Zeit lang das Böse gewähren und König Nebukadnezar II. Von Babylon in seiner Machtgier die Stadt Jerusalem erobern und Israeliten als Gefangene nach Babylon führen. Gottes Absicht dabei war aber, Israel wieder zur Umkehr, zum Glauben an Gott zu bewegen. Und so kündigte er auch seinem Nachfolger Belshazzar bei einem Gastmahl den Untergang Babylons an und damit die Rückkehr der Juden nach Jerusalem. Durch den Propheten Daniel ließ Belshazzar sich dieses Zeichen deuten: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nach Daniel bedeuteten sie: Gezählt hat Gott der Herr deine Herrschaft Tage. Ausgezählt hat Gott der Herr deine Herrschaft und macht ihr ein Ende. Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. In der Tat wurde Babylon durch den Perserkönig Kyros unter seinem Feldherrn Ukbarus im Oktober 539 vor Christus erobert. Reste eines Stadttores sind heute noch erhalten, wie die Löwenbilder an der Wand deutlich machen. In einer Urkunde, dem sogenannten Kyros-Zylinder, ist in Keilschrift seine Thronbesteigung als König von Babylon 538 vor Christus schriftlich bezeugt. Daniel blieb noch bis zu seinem Amtsantritt in Babylon, wie im Buch Daniel berichtet wird. Auch werden darin seine Visionen und einige Begebenheiten aus der Zeit des Königs Nebukadnezars berichtet. Demnach wurde Daniel wohl schon im jugendlichen Alter mit drei seiner Gefährten
Hanania, Michael und Asaja 597 nach Babylon verschleppt. König Nebukadnezar nahm sie in den Palast seines Hofes auf, wo sie 3 Jahre lang königlich ausgebildet wurden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Daniel bat den Oberkämmerer, ihnen nur pflanzliche Nahrung zu bringen, damit sie nach jüdischem Recht nicht unrein würden. Ebenso erbat er Schrifttum zum Studium. Als sie nach 3 Jahren dem König vorgeführt wurden, erkannte Nebukadnezar, dass sie den anderen überlegen sind, und nahm sie in seinen Dienst. Als König Nebukadnezar ein goldenes Götzenbild aufstellen ließ und bei Todesstrafe befahl, es anzubeten, wurde ihm gemeldet, dass einige Juden, die Freunde Daniels, das Götzenbild nicht angebetet hätten. Der König ließ sie zu sich rufen und droht ihnen an, sie in den Feuerofen zu werfen, wenn sie das Götterbild nicht anbeten. Da sie standhaft blieben und es nicht taten, wurden sie gefesselt in den Feuerofen geworfen. Sie aber gingen betend umher und brachten sich Gott als Sühnopfer dar, wie es heißt: wie Brandopfer von Wittern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Nachdem das Feuer ihnen gar nichts angetan hatte, priesen sie Gott mit dem bekannten Lobpreisgebet, in dem sie alle Mächte des Himmels und der Erde aufriefen, Gott zu preisen. Als auch Nebukadnezar sah, dass das Feuer den Juden nichts angetan hatte, pries auch er den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos und ordnete an, dass es ihnen in ihrer Provinz Babel gut ging. Eine weitere Geschichte aus dem Leben Daniels in Babylon wird in die Zeit eines Königs Darius von Medien, eines möglichen Nachfolgers von Belshazzar, verlegt. Daniel zählte damals zu den obersten Beamten des Reiches. Und der König wollte ihn sogar zum Obersten machen, was den Neid anderer erregte. Um ihn ausschalten zu können, rieten sie dem König, eine Verordnung zu erlassen, dass jeder in die Löwengrube geworfen werde, der im Gebet nicht dich, sondern einen anderen Gott anruft. Obwohl Daniel von diesem Erlass des Königs erfuhr, richtete er weiterhin sein Gebet, nach Jerusalem gewandt, an den Gott Israels. Seine Mitbeamten verpetzten ihn beim König, worauf Daniel in die Löwengrube gesperrt wurde. Als Darius vernahm, dass die Löwen ihm nichts antaten, ließ er jene Männer, die ihn verklagt hatten, in die Löwengrube werfen. Ferner ordnete er an, im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten, denn er ist der lebendige Gott, er lebt in Ewigkeit, sein Reich geht niemals unter. Zu diesen wundersamen Episoden aus dem Leben des Propheten Daniel in Babylon zählt auch jene bekannte, aber historisch nicht einzuordnende Kriminalgeschichte von Daniel und Susanna. Susanna, die schöne Frau des Juden Joachim, wollte eines Tages im Teich ihres Gartens baden. Als sie ihre Dienerin nochmals wegschickte,
um etwas zu holen, schlichen sich zwei alte Männer in den Garten und wollten sie sich gefügig machen. Doch sie blieb standhaft und schrie um Hilfe. Als Helfer kamen und fragten, was los sei, verleumdeten sie Susanna und sagten, dass sie mit einem jungen Mann die Ehe gebrochen habe. Sie bestritt dies ihrem Mann gegenüber. Aber da die beiden Männer zu zweit waren, glaubte man ihnen. Und so wurde Susanna nach jüdischem Recht zum Tode verurteilt. Unterwegs zum Gerichtsplatz begegnete ihr Daniel und erkundigte sich, warum sie verurteilt wurde. Da er nicht glauben konnte, dass Susanna Ehebruch begangen habe, bat er, dass man nochmals zum Gericht gehen möge. Da verhörte er die beiden Männer getrennt mit der Frage: Unter welchem Baum hast du sie sündigen gesehen? Da beide Aussagen verschieden waren, wurden sie der Verleumdung überführt. Statt Susanna wurden deshalb sie verurteilt und hingerichtet. Ein Beispiel für die Weisheit und Klugheit Daniels. Gerühmt werden auch seine Visionsgabe und die Fähigkeit, Träume zu deuten. Als Beispiel will ich zum Schluss nur noch die Deutung des Traumes von Nebukadnezar über die Weltreiche erwähnen. Er ließ zunächst die Zeichendeuter und Wahrsager des Landes kommen. Als sie den König baten, ihnen seinen Traum zu erzählen, damit sie ihn deuten könnten, befahl er ihnen, sie sollten den Traum erzählen und deuten. Er sagte: Wenn ihr mir nicht den Traum und seine Deutung sagen könnt, dann werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser werden in Schutthaufen verwandelt. Da sie es nicht konnten, wurden sie dementsprechend verurteilt. Als Daniel davon erfuhr, bat er seine Freunde, sie sollten des Gottes Himmels um Erbarmen anrufen, wodurch ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt wurde. Daraufhin ging Daniel zum Diener des Königs und bat ihn: Führe mich vor den König. Als Daniel vor ihm stand, sagte er: Ich will deinen Traum erzählen und deuten. Du, König, hattest eine Vision. Du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz. Es stand vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber. Der Körper und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönernen Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel deutete hierauf die verschiedenen Körperteile des Standbildes als irdische Reiche. Das Haupt aus Gold symbolisiere das babylonische Reich Nebukadnezars. Die weiteren Gliedmaßen dieser Traumstatue dementsprechend zu deuten als Symbole für die historisch folgenden Reiche wie Perser,
Griechen- und Römerreich, ist aber müßig. Sie sind vielmehr visionäre Sinnbilder für alle weiteren irdischen Reiche, die letztendlich von einem großen Stein zermalmt werden. Dieser Stein, von überirdischer Hand bewegt, ist ein visionäres Sinnbild für das Kommen Jesu zum Endgericht, wie Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, Gott wird einmal alle irdischen Reiche beenden und sein neues Reich vollenden. Matthias Grünewald hat deshalb diesen Traum des Nebukadnezars in sein Bild von der Auferstehung Christi übernommen. Er will damit sagen, Christus hat durch seine Auferstehung bereits alle irdischen Mächte und Reiche grundsätzlich vernichtet, bildlich ausgedrückt im Stein hinter seinen Füßen, und das ewige Reich Gottes begründet. Nachdem wir so wichtige Episoden aus der Zeit des babylonischen Exils bedacht haben, kehren wir zur anfangs gestellten Frage zurück. War es eine Strafe des zürnenden Gottes für den damaligen Glaubensabfall der Juden? Ein solches Verständnis, wäre es wahr, würde ja dann auch für ähnliche Ereignisse in der Geschichte aller Zeiten gelten. Die Juden haben es damals zwar so verstanden, aufgrund ihres Gottesbildes. Jesus aber hat uns gelehrt, die negativen Folgen der menschlichen Sünden als Selbstbestrafung zu verstehen und nicht als Rache eines zürnenden Gottes. Gott lässt den Menschen die Freiheit zu sündigen, wie es im Psalm 81 heißt: Mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen, und sie handelten nach ihren eigenen Plänen. Das heißt, sie sollen erfahren, wie weit sie dabei kommen. So lässt der Vater den jüngeren Sohn im Gleichnis Jesu von zu Hause wegziehen. Aber er wartet auf seine Rückkehr, geht ihm dann entgegen und feiert ein Fest. Jesus offenbarte uns so ein anderes Gottesbild: keinen zürnenden und rächenden Gott, sondern einen liebenden, dessen Liebe sich im Leiden und Kreuz Jesu offenbarte, wie es heißt: Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.